Hallo Darlene, hallo Johanna. Hallo Peter. Hallo Peter. Was spielst du da gerade für ein Orgelstück? Das ist das Carillon de Westminster, der Glockenschlag von Westminster des französischen Komponisten Louis Vierne. Der hat um 1900 an der französischen Kathedrale in Paris, an der Notre-Dame-Kathedrale, gewirkt. Und zugrunde liegen einfach nur vier Töne dieses Glockenschlags in London, dieses Big Ben-Glockenschlags. Und so weiter. Vier Töne, die immer in unterschiedlicher Reihenfolge kommen, ähnlich wie die Glockenschläge dann in London. Was sind das für Schalter? Sind das die Orgelregister? Richtig. Wenn man keine Register eingeschaltet hat, dann klingt keine Musik. Mhm. Wir haben hier leise Register, die Gedakte und Flöten. Mehrere Register zusammen, ist der Klang wärmer. Es gibt auch schöne Soloregister wie Basson au bois, eine Oboe. Wie klingt die Trompete? Na, dann schalt mal ein. Oh, das klingt ganz schön laut. Was ist denn besonders an der Liebfrauenorgel? Die Liebfrauenorgel hat zwei Schwellwerke. Wir haben hier drei Manuale und auch das Pedal. Und jeder Abteilung sind viele Register zugeordnet. Das zweite Manual und das dritte Manual, die stehen jeweils in einer Holzkiste mit Jalousien versehen. Dadurch kann ich die Klänge lauter und auch leiser machen. Das zweite Manual ist mehr für die deutsche Romantik ausgerichtet. Ich habe mal etwas zartere Klänge eingestellt. Und im dritten Manual, da sind so Klänge für die französische Orgelmusik drin. Da habe ich kräftige Zungenregister auch eingestaltet. Die Orgel hat einige Register, die wie Orchesterinstrumente klingen. Zum Beispiel die Flûte harmonique im ersten Manual. Johanna, ich weiß, du spielst sehr gut Querflöte. Das klingt fantastisch. Wie viele Pfeifen hat die Orgel? Die Orgel hat über 3000 Pfeifen. Von außen sieht man den sogenannten Orgelprospekt. Da sieht man einige Dutzend Pfeifen, aber innen drin sind viel, viel mehr. Wollen wir die mal anschauen? Ja. Komm mal mit. Komm. Hier hoch aufs Orgelpodest. Dann gibt es hier einen Lichtschalter. Und schau, so sieht das hier innen aus. Oh, so viele. Da siehst du hier die Pfeifen. Hier sind wir bei den Pfeifen des ersten Manuals, des Hauptwerks. Und viele Pfeifen sind aus Holz, hier aus Metall. Viele sind aufgebaut wie eine Blockflöte, haben ein Labium hier. Und andere haben ein Zungenblatt. Funktioniert ähnlich wie bei einer Oboe oder einer Klarinette.
Geht's da noch weiter nach oben? Hier geht's in der Tat noch weiter. Hier sind solche Füllungen, die kann man öffnen. Und da geht's nämlich in das Schwellwerk. Da oben sind auch noch Pfeifen. Und wie soll man da nach oben kommen? Mit dieser Leiter. Das ist dann sehr abenteuerlich, aber zum Stimmen gehe ich ganz nach oben und kann dann noch weitere Pfeifen stimmen. Die verstimmen sich manchmal, gerade bei Temperaturschwankungen. Mhm. Ja? So, dann habt ihr mal einen Einblick gehabt in das Innenleben der Orgel. Und schön, dass ihr mich besucht habt hier auf der Empore. Vielen, vielen Dank, Peter. Das war sehr cool. Vielen Dank, Peter. Heute Abend spiele ich das Stück hier komplett. Carillon de Westminster von Louis Vierne.